Hallo, ich bin ein T-Rex. In den letzten 2 Jahren habe ich als Creative Content Producer bei Sporttotal gearbeitet und in diesem Video zeige ich dir, was überhaupt meine Aufgaben waren. Von Kameramann über Cutter, Redakteur, Sprecher, Moderator, viele Aufgaben. Viel Spaß! Tschüss und bis nächste Woche Mittwoch. Insgesamt war es oftmals etwas hektisch und ich musste in kürzester Zeit Ideen entwickeln, dazu Konzepte schreiben, Trailer schneiden, Behind-the-Scenes filmen. Aber was ich daraus gelernt habe, naja, es macht doch irgendwie Spaß. Klar sind wir der Favorit, aber was halt auch ein Thema ist, das denke ich, ist, der Verein schon über sehr viele Jahre eben versucht hat, in die dritte Liga aufzusteigen. Irgendjemand da oben möchte uns nicht in der dritten Liga sehen. Ich krieg die Krise, Mann! Es gibt Momente, wo man genau das denkt, ne, dass es verflucht ist. Ja, es gab natürlich viele Momente, wo wir uns gedacht haben, jetzt wird es ein bisschen schwierig, jetzt könnten sie den Bogen nicht mehr schaffen und bleiben trotzdem auf Platz 2 und Oberhausen schafft den Sprung in Liga 3. Am Ende des Tages war es so, dass der Ausgang perfekt war, von daher sind wir sehr glücklich mit der Dokumentation. Genau das ist es, wo ich hin möchte. Videos erstellen, wo Menschen ihre Geschichte erzählen und Emotionen zeigen und das Ganze so authentisch wie möglich. Wenn ich dann da stehe, ist für mich einfach nur noch 3 Minuten Vollgas geben. Daran denke ich auch. Und danach bist du befreit. Ich fühle mich nicht als der Gejagte, sondern ich fühle mich bei jedem Wettkampf wieder als Jäger, weil ich mir immer wieder den Titel erarbeiten möchte und erkämpfen möchte. Das bedeutet, ich habe nicht das Gefühl, dass mir jemand was wegnimmt, sondern ich möchte mir was holen. Ja, das ist schade, dass nicht mehr Leute wissen um die Qualitäten des Boxens. Also boxerische Vorbilder hatte ich eigentlich nie, weil der Leistungsgedanke für mich am Anfang meiner Boxkarriere eigentlich gar nicht im Fokus stand. Das Wichtigste bleibt für mich, den Spaß an der Arbeit nicht zu verlieren. Und dabei spielen die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, eine ziemlich große Rolle. An dieser Stelle danke an jeden Einzelnen. Gern geschehen. What? Tschüss. Lauf, Holzweiler, Holzweiler! Wie viele Interviews du heute schon geführt hast? 7. Okay, tschüss.